Hola, Freunde! Was geht denn ab? Die Maus ist auf dem Keckerklöche. Server seit 22 Uhr off. Ja, das haben wir auch gemacht. Wollt eigentlich gestern Abend, wie immer aktuell, samstags noch ein bisschen WL zocken. Wir wollten es eigentlich schon mittags machen, da war ich nicht da. Dann gedacht, oh komm, machst abends noch was. Server down. Heute Morgen geguckt. Server down. Da haben wir heute Morgen jetzt erstmal die Abrechnung gemacht, um, ja, weil wir gehofft haben, dass, wenn wir dann jetzt etwas später anstatt wie sonst immer um 10 Uhr online gehen, um 11:30 online gehen, dass dann irgendwas wieder funktioniert. Aber du kannst halt immer noch nicht in ein Game reingehen. Also, Digga, es ist schon krass. Es ist schon krass. Ihr sagt zwar gerade, klar, WL wurde verlängert, Jungs, aber man muss es ja mal so sehen, man legt sich ja auch seinen Plan irgendwie, wie man am Wochenende die WL durchbekommt und nicht jeder kann ja dann sagen, so, oh gut, ja, wurde es auf Montag verlängert, na dann zocke ich halt Montag meine, was weiß ich. Weil guck mal, Jungs, hier stehen 10-3, konnten seitdem nicht mal weiterspielen. Das ist ja fast unmöglich. Jetzt weiß man nicht, wann heute die Server gehen. Wir legen uns ja auch immer so ein bisschen so die Zeit halt, ne? Wenn du jetzt heute Morgen nicht spielen kannst, ja, wow. Das hat auch nicht jeder montags Zeit. So sieht's auch aus, Digga. Also, das ist halt das Problem an der ganzen Geschichte. Aber ich verstehe halt auch wirklich nicht, also das muss man mal sagen, in letzter Zeit. Das ist schon heftig, also pff, das ist schon richtig hart, wie oft in letzter Zeit irgendwas mit den Servern ist. Sagt irgendeiner warum? Was mit Benny? Ja, der braucht einen anderen Namen, der Kollege. Aber eigentlich könnte man mit Kapsche dahin als Hunde. Kann er da jetzt ein bisschen chillen, der Kollege? Aber ich glaube, der Shisha tut ihm nicht gut. Ach was, der kriegt gleich die Lunge. Shisha-Hund? Ja, ja, es gibt Leute, die arbeiten müssen. Ja, Digga, zum Beispiel, wir legen... Fragt einfach ab, Digga, EA macht sich ja so... Dankeschön. Ja, als ob jeder immer nur Zeit hätte, wenn EA Zeit hätte, ne? So, die Wichser. Ajo. Ja, Wichser. Vor allem, wenn er selbst, wenn später wieder geht, ich meine, wir haben ja auch, oder man legt sich ja auch irgendwie seinen Tagesplan. Klar, es gibt vielleicht Menschen, die haben den ganzen Tag nichts zu tun, so, ja. Aber ich denke mal, zu 95%, ja, macht's, denke ich, jeder so wie wir. Und plant sich die WL am Wochenende ein, wann man spielt, so, ne? Irgendwie ein bisschen, oh, Digga. Serpensau 2 aus Meinungen zu Bayern gegen Hoffenheim. Ja, ich verstehe gar nicht, wo plötzlich der ganze Hass daherkommt gegen Hopp so. Ich meine, klar, dann gab es wieder die Moralapostel, die gesagt haben, wenn Menschen beleidigt werden wegen Rassismus, dann macht man nicht so ein Fass. Digga, man macht bei allem so ein Fass aus. Geht genauso wenig, dass sie da hinschreiben, du Punkt, 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 sollst verrecken und was weiß ich. Also, pff, macht man einfach nicht. Ja, geht zu weit. Geht einfach zu weit. Erzähl mal was über den Hund. Erzähl mal ein bisschen was, Digga. Ohne Scheiß. Du hast die TC-Army da ziemlich im Kalte, der war noch ziemlich... Der so, war du noch hättest im Stream schon mal anschwitzen können. Jungs, ich will mir einen Hund holen und Mädels. Ja, die Rasse, warum, von mir kam wieso, es doch weshalb. Alles so gar nicht. Du weißt es doch. Ich bin da eher... Ja, wir hätten gerne ein paar Infos gehabt. Du hast uns alle im Dunkeln tapfen lassen. Sorry. Und auf Emo ist bei uns in der Story ein Hund drin, Junge. Das sagt man doch so. Sagt, kündigt man das doch gar nicht an. Das ist wie wenn du wie ist es, wenn man eigentlich schwanger, also wenn die Frau eigentlich schwanger ist, dann sagt man das doch auch irgendwie erst nicht. Oder sowas. Und so macht man es doch beim Hund auch. Ja, ich erzähle euch gleich, jetzt erstmal hier reinschwitzt. Was ist das? Englische Bulldogge, 8 Monate alt. 8 Monate? Ja. Hat gesagt, das erste Wort, wo er gesagt hat, Timo ist scheiße. Das war sein erster Satz, den er gesagt hat. Aktuell im Pass steht drin, dass er Benny heißt, aber ich will ihn nicht Benny, das erinnert mich so an Benji. Das erinnert mich immer wie an Steini, wenn er als Benny zum Benji gesagt hat, deswegen. Ich würde aber gar nicht wissen, was im Steini sein Hund für eine Rasse ist. Hat er doch mal erzählt, ist doch so ein Mischling, nur so ein komplett Mischmasch. Ja, da waren da irgendwie 3-4 Sachen drin. Waren 3-4 Hunde drauf. Ja. Markus Haller mit 5er, ja, Team Mau hat da recht. War ja fast eine 1-3-Aktion. Digga, nicht mal ich wusste was. Gestern schreibe ich ihm so... Doch, ich hab dir geschrieben. Ja, Alter, Mau, gestern schreibe ich so... Ich hab's in ihrem Büro gesagt. Digga, ich sag so... Du hast gesagt so, ja, überleg, fertig. Ja. Gestern schreibe ich so, Simon, was geht ab? So, ich bin auf der Baustelle, was geht bei dir? Ja, ich geh den Hund abholen. Ich so, ja, tschin, ich geh nach dem Hund gucken. Macht man ja täglich so auf entspannte Ehre, wo der Basis. Einer hat bei Instagram geschrieben, das fand ich echt ach, ein mega süßer Name, war Apollo. Weißt du, hatte ich ja auch schon auf dem Plan. Aber Apollo? Also vorher auf dem Plan oder hast du das auch gelesen? Vorher auf dem Plan schon, wegen Apollo. Weil wegen dem Film, Apollo 13. Ja, Apollo finde ich voll der süße Name. Wegen der Rakete, die Apollo hieß. Jetzt heißt der Hund KK, warum KK? Hast du gesagt, weil als erstes Tor machen, oder? Nee. Weil der KK war auch ein geiler Name für einen Hund. Ja, weil er viel Kacker macht. Also ich muss sagen, ich könnte den Namen Benny, wobei er süß ist für einen Hund, finde ich. Ich finde knuffig, aber ich kann es nicht machen wegen Benji. Ja, ich finde... Nein, warum spielst du denn nicht darüber? Ich finde, das könnte ich auch nicht, weil er müsste immer an Benji denken. Ja. Ja, Freunde, wie gesagt, es war eher... Kann ja auch gar kein Spontan... Also du musst ein Set kommen mit Spontan kaufen, weil du euch ja Körbchen so kaufen müssen. Ja, das habe ich ja nicht nachgekauft. Ich bin danach mit dem, habe ich dir doch erzählt, dass wir noch eine Knödler getroffen haben. Ach so, deswegen, da ist schon dann alles dort geholt. Ja, was brauchst du denn groß, erstmal? Ja, erzähl's uns, ich hab keine Hunde bis jetzt. Ja, jetzt bin ich einer. Ich muss auch ehrlich sagen,
ich mag gern Tiere, immer schon mit Tieren aufgewachsen, aber ich habe immer so ein bisschen Angst halt davor. Was hattet ihr für Tiere? Das habe ich gestern schon gefragt. Digga, meine Schwestern, wir hatten ganz früher Hasen. Früher ganz oder was, da kann ich dich noch gar nicht, Bosweiler. Okay. Hasen, ne? Gut. Einen Hund hatte man immer, der ist wo? Irgendwann... Wo? Bosweiler, ich da kenn ich dich schon. Ein Bosweiler hat mir einen Hund. Da hat irgendwann mein Onkel angefangen, dem Steine zu werfen und da hat die gegessen und ist deswegen gestorben, ne? Hat einen Steine komplett, ist deswegen gestorben. Hat zwei Hunde sogar. Katzen hatten wir immer sau viele. Dann, wo wir umgezogen sind, du kennst mich nur ohne Tiere, ne? Aber sonst immer viel Tiere so gehabt. Ich kenn der Mutter das Tier, aber... Ja, so, und dann, wie gesagt, ich hab da immer ein bisschen so Schiss, weil es ist schon Verantwortung. Klar, es gibt verschiedene Hunde, ich kenne mich da auch nicht so aus, aber diejenige, die gesagt hat, sie will einen Hund, kennt sich damit aus, hat gesagt, hier, englische Bulldogge, ne? Braucht natürlich auch, wie jedes Tier, Pflegeding, aber ist halt eher so ein gechillter Hund, entspannt, ne? Und nicht so aufgedreht, braucht jetzt nicht so viel Auslauf, wenn man mal im Internet ein bisschen so liest, braucht nicht so viel Auslauf, nicht so viel, Bedürfnis halt, ist halt eher so entspannt, ne? So entspanntes Tierchen, à la Hopp, ne? Und ihr wisst ja, wenn man nur zum Gucken hinfährt und du dann die kleine Freckel siehst, dass du dann ohne nicht heimfährst. Ich denke, das bringt keiner übers Herz, ne? Zumal so Züchter, was das ja auch immer sind, Digga, die sind ja so richtig auf Geld halt aus. Aber man muss auch sagen, der Hund hat so eine Ahnentafel, wo du genau siehst, von wem und woher der kommt, so. Ist er adelig? Ist ein Adel, ja. Dann hat er Impfpass, alles geimpft, die ganze Untersuchungen vom Arzt und sowas bestätigt, hat einen Pass, alles drum und dran. Also ist schon gut, aber der Kollege wollte 1500 Euro. Ich habe nämlich einen Runner gehandelt halt. Aber es ist so, ich habe auch im Internet geguckt, so Standardpreis, ne. Ist halt auch, geht auch ins Geld, dann brauchst du halt Futter, alles drum und dran. Klar, am Anfang ist er noch nicht so viel. Am Anfang pingelt er halt auch noch überall hin, ne, und macht noch überall hin. Aber ich muss sagen, war echt ein goldischer. Oder ist ein goldischer, die, wo es bei Insta gesehen haben. Ich kann euch ja auch gerne, wenn ihr da mehr sehen wollt, bei Insta und sowas noch ein bisschen mehr reinhauen. Freunde, könnt ihr auch mal kurz hier reinschreiben, ob ihr daran Interesse habt. Kleines Frackelchen, och, oder brauchst du einfach nur ein paar Streicheleinheiten? Och, du Kleiner, ja. Aua, hey, hey, ist das Venusfallen-E-Sport oder was hier? Ist das dein Jubel, mein Großer? Hast du gerade Kreis gedrückt? Ja, mein Kleiner. Oh. Die Farbe ist halt geil, die hat mich halt gefickt. So, ich nennt sich Lilac, aber ich weiß gar nicht, warum man das Lilac nennt. Es ist ja eher so, das ist eher so, so silbrig, ne? Und hat schon schöne Streifen vorne im Gesicht, sieht halt echt knuffig aus. Ah, da klingelt's. Wow. So klar. Ist 8 Wochen alt, ne? Dem musste halt, Teasy 2 Video wäre nice, kann ich machen, aber du musst halt, wie halt bei allem am Anfang dann so. Gestern Abend hat er erstmal viel gepennt, dann ist er an sein Futternäpfchen gegangen, an sein Trinken. Jedes Mal hat er die scheiß Pfote ins Wasser rein, hat überall sein Wasser rumgedingst und jedes Mal wieder rein. Ich hab's mir abgeputzt. Ist er wieder rein und wieder rein. Aber halt am Anfang braucht er noch viel Liebe, Nähe, Wärme, weil halt, ne, Mutter nicht da und sowas. Hast du die Mutter gesehen dort? Nee, die haben die schon gar nicht mehr. Wie? Ja, die Mutter ist dann auch, die holen die, anscheinend holen die immer bloß, sondern der hat bei unserem Hund auch einen Deckschuss frei. Der darf einmal, hat ein Brattler, ist im Kaufvertrag mit drin. Bobbel nicht. Doch, ein Brattler, der darf einmal sein Hoden entsamen. Der Vitali darf einmal den Hoden entsamen. Ist das aber nicht gefährlich so, dass er danach immer will? Ja, nee, also es kommt drauf an, halt, also er hat gemeint, den darfst du halt eigentlich nicht kastrieren, weil er halt, ne? Ich meine, mit dem ja keine Zucht. Das haben die damals von meiner Katze auch erzählt, so scheiß drauf, Digga. Schneid die Eier ab. Der denkt an sein Geld halt, ne, der Kollege. Schneid die Eier ab. Zumal, Jungs, der wird so 38 bis 40 Zentimeter und ich will halt auch ehrlicherweise gesagt nicht so ein riesengroßer Hund, weißt du? Und ich denke, wenn du den halt kastrierst, dann bleibt er halt auch ein bisschen klorner. Was halt auch süß ist, ist genauso Menschen, die hatten auch noch ein Weibchen gehabt. Das war halt eigentlich auch voll ruhig und goldig und so, aber das war schon verkauft. Aber ich glaube, Menschen ist Macht. Aber wie gesagt, ja, natürlich, wenn er dann mal da ist, Jungs, ne, dann willst du noch nicht mehr missen. Hundekörbchen geholt, Halsband, dann braucht er aber noch wie so ein kleines Gehege, wo du halt auch mal reinstellen kannst oder reinsetzen kannst, weil ich meine, ich bin ja auch nicht immer da. Hat er Ähnlichkeit mit Benji? Nein, Digga, das ist viel zu süß, viel zu knuffig. Und halt klar, gestern Abend hat mich dann einer mit riesengroßem Auge angeguckt, weil er in sein Körbchen geschissen hat. Um 3 Uhr. Und ist um 3 Uhr? Ja, und ist mit seiner Pfote in die Kacke reingetreten. Und es hat gestunken wie bei einem Großen. Hat er und Insta? Nein, Digga. Aber ich hau ihn bei Insta. Wie gesagt, wir können auch gerne auf Teasy 2, kann ich ein Video drüber machen. Also doch ein Benji. Okay, ja, dann eigentlich doch ein Benji. Ja, ne, es ist, denke ich, halt wie mit alle Tiere, Jungs. Halt Arbeit. Das Gute ist, der hat halt wirklich kurze Haare, die bleiben auch so. Der verliert 0 Haare. Kommt noch. Hat kleine Haare. Kurzes Fell. Gut, bei deine Zottelkatze, Bruder, das ist ja klar, dass die da verlieren. Ja, aber es ist einfacher, die lange Haare aufzusaugen wie die kleine vom anderen. Der verliert keine. Hat so kurzes Fell, der ist fast nackt, der Kollege. Ist nackt voll. Und du hast dich doch angekündigt, dass irgendwann, du kommst. Irgendwann hat er Seite auf null. Ganz ehrlich, ich muss mit dem Hund gar nichts mehr machen. Bossio, du, alle melden sich an, gehen kostenlos Gassi. Braucht gar nichts mehr machen. Ja, Situation. Aber Jungs, ihr wisst ja auch, wie es ist. Wenn ihr vor dem Hund steht,
und denkt euch so, oh fuck, Alter, es ist schon viel Arbeit, Gassi, morgens raus, hin und her. Aber ganz ehrlich, das wäre ein Video, du kannst nur Nein sagen, wenn du kein Herz hast. Boah. Och, jetzt geht das schon wieder los. Wohl, die ist der, ne? Die muss ich auch drum kümmern, aber klar, mache ich auch. Oh nein. Ach. Och nein. Hopp, auf sowas habe ich heute gar keinen Bock, Digga. Auf sowas habe ich gar keinen Bock. Vorne Aluminium, hinten kriegst du ihn direkt ins Arschloch gestopft, Digga. Was ist das schon wieder? Brennt doch die Server wenigstens richtig ab bei EA. Das ist echt. Oder? Das ist der Klassiker, ne? Brennt sie doch einfach ab. Vorne 20 mal Aluminium. Ohne Hinne fängt dann. Brennt sie doch einfach ab, diese Drecksurfer, ganz ehrlich. Ja, oder lass deaktivieren, dass man das Spiel gekriegt. Ja, ehrlich. Dann hätte ich heute einen schönen Sonntag gehabt. Aber es ist komischerweise immer nur Krieg auf einer Seite. Welche so. Das ist das, was mich einfach so fucking wütend macht, Alter. Digga! Rett durch. Mann! Ja, Timo eben vom Torpfosten. Er 8 Meter vom Tor. Tor. Das ist der Klassiker, Digga. Das ist einfach der Klassiker. Rutsche gegangen.